Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Okay, Starfield. wir sind im Territorium der Shaw-Bande und die halten nicht viel vom Reden. Halt dich bereit. Kann ich die irgendwie Was haben wir? markieren oder so? Shaw-Banden-Roboter. Fotomodus, Oberfläche. Ich würde die gerne alle markieren. Gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, das bringt mir so nichts. Da ist was, was uns auf jeden Fall im Schmuggler Visier sind hat. oft recht freundlich, zumindest einigermaßen. Da sind auch noch einige. Da hinten landet jemand. So, der Roboter könnte uns Probleme machen. So. Das wird so ordentlich Probleme geben. Aber wir haben jemanden gekillt. Oh, da hinten Geschützturm. Sam, du bist im Weg. Du treffst den da nicht. Komm, ich will das da treffen. Wie schnell die Muni hier auf alle geht. Alter, ich komme von hier. Ich treffe die von hier schlecht. So, das leere Nest haben wir auf jeden Fall entdeckt. So, jetzt müssen wir den doch treffen können, oder? So, komm, mach den kaputt. Okay, den haben wir. Jetzt noch mal kurz heilen. Und noch mal andersrum. Da ist noch jemand. Oh. Du bist ein Nichts. Sind die alle tot hier drinne? Neues Magazin. Hier ist jemand noch drinne. Wo? Da. Nice. Ich wechsle vielleicht hierzu. Einmal vielleicht. So, hier liegen aber noch ein paar Tote. Die müssten auch Muni haben. Tombstone, okay. Neue Waffe. Scheiße, mein Kopf! Der hat einen Headshot überstanden, auf jeden Fall. In die Eier. Okay, der fällt runter. Ich möchte looten. Der rennt auch noch in die Flammen. Mutig von ihm. Hier ist noch irgendwo jemand. Ach so. Ui. Nein. Unser erster Tod. Das war unser erster Tod. Okay, gut, dass wir aber gerade noch gespeichert hatten. Ich habe schon eine Idee, wo wir hingehen. So, dann gehen wir erst einmal nach da oben irgendwie. So, einmal kurz den Boost aufladen. Und ja, das klappt. Da hinten landet wieder irgendwo einer. Hallo, springen. Da hinten sieht man auch schon einen Mond. Eine Hast du Goldranke. was entdeckt? Ja, eine neue Pflanzenart.
Achso, keine Muni. Also nicht nachgeladen. Hast du das auch gehört? So. Hui! Immerhin überstanden. So, und jetzt nochmal. Den haben wir. Kann man die auch loopen? Ja, tatsächlich. Geschützturmsteuerung. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Kampfinhibitoren entfernen. Einstellen. FFE eingestellt auf aktuellen Nutzerschützen. Ja. Kampfinhibitoren entfernen. Was heißt das? Kampfbestätigen Inhibitoren entfernen. Autonome Waffensysteme, deren Kampfinhibitoren entfernt wurden, sehen sämtliche Entitäten in der Umgebung als Bedrohung. Nicht feindliches Personal sollte vor dem Start solcher Tests aus dem Bereich evakuiert werden. Ne, das brechen wir ab. Also sind die jetzt auf unserer Seite, die Türme? Nein. Die ist auch außer Gefecht. Okay, komm. So. Achso, hier. Keine gute Idee. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. So, und nochmal heilen. Und noch einmal. Boah, geht hier viel ab. Der wird mir noch ordentlich Probleme machen. Willst du dich echt mit uns anlegen? Ha. Der wird noch richtig Probleme machen. Der Roboter. Wie viel habe ich noch? 18? Jetzt 17? Ja, nice. Komm. Den haben wir auch. Wo ist denn der? Da. Da war der. So, gleich haben wir keine Muni mehr. Okay, die Erfahrungspunkte habe ich jetzt nicht bekommen. So. Okay, nice. Alle erledigt. So, und noch einmal heilen. So, dann müssen wir jetzt wieder auf die Pistole gehen. Zu looten gibt es hier doch bestimmt noch was. Am besten was für die Gesundheit. Splittergranaten, ja. Metabolikum. Digi Dietrich. Begrüßung der Schorbande. Willkommen in unserem kleinen Lager. Es macht nicht viel her, doch es gibt hier einen Platz für dich. Jedenfalls lebt es sich besser als unter dem Joch der Freestar-Wachen. Außerdem gibt es hier keine Ashtar. Neben Aquila ist hier also wohl der sicherste Ort auf dem Planeten. Lass uns was trinken, wenn ich zurück bin. Ist hier auch noch was? Noch ein Tombstone und Munition. Und nochmal Munition. David Copperfield. Red Harvest Milk Stout. Teppichmesser. Und nochmal Muni. Ja, okay, ich werde jetzt nicht alle looten. Werde ich eh nicht schaffen. Gehen wir mal rein.
Das leere Nest. Betreten wir es jetzt mal. So. In so einer Höhle müsste es vor Eschter wimmeln. Aber sie setzen keine Pfote. Eschter. Was war das? Das Feuer! So. Wo rennt die denn hin? Ah, nein! Das wäre echt mega tot. Gewesen. Tot. Das bezahlst du. So, wo sind sie? Schnell hinterher. Aber mega Mine hier. Dafür sterbe ich nicht. Okay. Gibt's hier noch mehr? Kobalt. Und Nickel. Bester Freund der Constellation. Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe jetzt aber nicht, wo es weitergeht. Hier vielleicht? Ich erkenne jetzt wirklich nicht, wohin. Antimon. Ich bin überladen, ne? Du kennst das schon, oder? Ja. Da haben wir wieder den nächsten. Artefakti. Okay, ich muss das erstmal abspalten. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Als du kurz weg warst, blieb mir das Herz stehen. Ganz ehrlich. Zum Glück war es nur ein Moment. Ja. Wiedersehen. Gut. Dann haben wir das jetzt auch mal. Und ich will alles mal abbauen, was ich hier finde. Hier finden wir bestimmt noch ein bisschen was. Antimon können... Solche Ressourcen können wir alle zusammen gebrauchen. Auch wenn wir überladen sind danach. So. Da. Was ist das denn? Kealumit. Okay. Kann das alles anscheinend mitnehmen. Und ist jetzt leer. Können wir das halt überhaupt mitnehmen? Jetzt wirklich? Ich hab jetzt... Trainierst du für einen Wettkampf im Gewichtheben? Ja, ein bisschen. Wenn das so selten ist, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Ah, hier. Und da. Da war der Punkt. Die dauern auch ein bisschen länger zum Einsammeln. Und hier nochmal. Scheint ein sehr interessantes Material zu sein, auf jeden Fall. So, schon wieder leer, natürlich. Und jetzt. Komm. Ich stecke hier gerade fest.
Hier, das bisschen noch. Da ist doch noch ein bisschen was. Das kann ich anscheinend nicht mitnehmen. Aber hier. Hier kann ich noch. Seltenheit Stufe 3 nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Hier, Antimon ist auch Seltenheit 3. So, wie viele gibt es denn eigentlich von diesen Artefakten, sag ich jetzt mal? Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte, was wir jetzt haben. Nickel. Und Aluminium. Das brauchen wir auch. Da haben wir auch nochmal Aluminium. Und Kobalt. Dann sammeln wir hier mal alles. Dann können wir vielleicht sogar schaffen, unser... Was ist denn das da? Achso, Schornbande. So, nehmen wir alles mit. Antimon wieder. Wir haben aber auch wieder einiges im Inventar, was wir verkaufen können. Was gibt's denn hier? Gibt's hier auch noch was? Komm, ich will hier springen. Ja, Aluminium. Da brauchen wir sehr viel von, aktuell. Ja, komm. Ach, treff ihn nicht. Jetzt. Jetzt kann ich dir treffen. So. Und, ja, komm. Wir sollten mal mit Cora herkommen und Gruselgeschichten erzählen. Ich glaube, das mag sie noch. Waffenkoffer? Was ist denn da drinnen? Hier haben... Oh, Kretstick, nice. Kretstick, ja. Und Muni. Metallplatte, nee. Viereckige Pizza. Graviplas Braun. Helmständer. Helmstern-Vagabund. Was ist denn das? Höhlenschlüssel der Schaubande. Und Digi-Dietrich. Muggelware. Die Schloss ist zu schwierig. Aschstadthammer. Hier dürfte jetzt nichts mehr sein, ne? Den einen können wir ja nicht aufmachen. Was schade ist. So, Muni. Schwerelosen Draht, das nehmen wir auch mit. Waffenwerkbank. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Strukturmaterial. Keine Ahnung, wofür wir Strukturmaterial brauchen könnten. Was ist das? Eine Schaufel. Und hier haben wir wieder Aluminium. Müssen wir gleich alles einlagern. So. Okay, hier haben wir alles. Ne, hier nicht. Haben wir nicht alles. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. So, und ja, jetzt haben wir alles. Können wir gehen.
Shaw? Shaws Bodyguard? Das reicht. Ich will Aquilas verlorenem Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Sam Coe und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Grenzland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft, die ich übrigens sehr gut bezahle. Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ash da weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Eure Leben, eure Credits. Eins von beiden. Egal. Wir gehen keine Deals mit Verbrechern ein. Überzeugen, wir finden eine Lösung. Gewalt ist nicht nötig. Ach, wirklich? Dann lass mal hören. Versuchen wir mal so. Das ist eine große wissenschaftliche Entdeckung. Lass uns gehen und euer Name schreibt Geschichte. Schaubande mal woanders lesen als auf einem Fahndungsplakat? Klingt gut. Wenn ihr uns gehen lasst, erzählen wir den Behörden nicht, wo ihr wart. Und? Morgen früh sind wir sowieso weg. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Das ist ein Witz, oder? Du willst wirklich mit mir kämpfen? Wir haben schon mal deine ganze Crew erledigt. Ihr verliert, wenn ihr euch mit uns anlegt. Ich versuch das hier mal. Du hast ein paar Neulinge besiegt, mehr nicht. Ich bin das Reden leid. Tötet sie! Ja, okay. Scheiße, mein Kopf! Können wir sie abbauen? Das sind... Scheiße! Nee, das ist zu wenig Muni. Ach, hier ist direkt einer, okay. Ne, das ist Shaw direkt. Alter, sofort mein Leben fast leer. Da hinten ist einer. Das mag ich am liebsten. Weg, Leute! Weg! Ja, Ziel auf den. Jetzt nachladen. Komm. Meine Augen! So. Wir tun, was wir müssen, oder? Und nochmal so. Gucken, wen ich treffe. Irgendwen habe ich erwischt. Schlau haben wir erledigt, okay. Herrlich, ganz wie früher. Die haben ja hier irgendwas hingeworfen. Jetzt stirbst du! So. Schnell hier hin. Boah, die Ausdauer. Wir sind einfach überlastet. Wir sind viel zu schnell überlastet, weil wir auch alles mitnehmen müssen. Gucken wir mal so, wen ich treffe. Herrlich, ganz wie früher. Irgendwer kommt hier hoch auf jeden Fall. Da. Achso, ist ein Asch da. Okay, die Ashtas. Hier schießt noch was. Da schießt jemand auf mich. Wie im Mittelalter. Genau. Mittelalter müsste bei denen schon ein Weilchen her sein. So. Wo ist Shaw? Ich würde gerne wissen, wo Shaw rumliegt. Da liegt so irgendwo. Hier. Nehmen wir mal mit. Und dann müssen wir wieder in die Richtung. Den haben wir schon. Ah, das mit dem Boost Pack, das... Wir müssen irgendwie ein richtiges Jetpack kriegen.
Oder warte mal. Argonium Might? Schnellreise? Können wir nicht, weil wir überladen sind. Du trägst so viel und kannst nicht schnell reisen. Da war es doch gerade. Bleib oben! So. Jetzt einmal ganz entspannt laufen. Wegen der Ausdauer. So. Laufen wir mal so. Ist das da schon Aquila City? Ich hoffe, das ist schon Aquila, oder? Könnte sein. So, jetzt können wir ein bisschen schneller. Für ein Weilchen. Oh oh, hier ist irgendwas Angriffslustiges. Die Ausdauer wieder. Hat jetzt richtig Gesundheit gekostet. Wir müssen mehr Medipacks erstellen. Können wir das überhaupt selber herstellen hier? Ich hoffe, wir können das selber herstellen. Also, wir könnten eigentlich... Wir kriegen ja eine Crew für unser Schiff. Oh, wir können da Werkbänke und so weiter machen. Die kann ich jetzt nicht scannen. Warum? Aber da ist noch... Was blau? Na, Kobalt. Okay. So. Wenn wir einen scannen... Was entdeckt? Ja. Okay, wir haben einfach viel zu viel auf Tasche. Also, dass wir die jetzt hier... Die greifen haben uns aber nicht an, auch wenn die jetzt rot markiert sind. So, ich will mich jetzt aber beeilen. Das hier ist jetzt nicht Aquila, oder? Sieht aber ein bisschen so danach aus. Ah. Dieses Runterglitschen, das nervt. Man klettert schon hoch und dann rutscht man trotzdem runter. So. Hier muss es doch irgendwo auch einen Verkaufsautomaten geben, oder? Können wir von hier rein? Sollen wir sie wegen der Eschter warnen? Da steht ein großes Warnschild. Wenn sie das Tor öffnen und rausgehen, geht das auf ihre Kappe. Aber die wissen ja gar nicht, worauf sie sich da draußen einlassen. Okay, auf zur Argonischen Maid. Wir sind jetzt wieder in Aquila. Der große Laredo spricht mit dem Mädchen. Welchem Mädchen? Ich habe gehört, Mr. Wright sieht sich bald nach einem Lehrling um. Robotechnik ist ein Spitzenjob. Kommst du an das Zertifikat? Das sollte kein Problem sein. Hat er sich wirklich noch niemanden ausgeguckt? Weiß nicht, aber du bist fleißig und clever. Du musst dich nur bewerben und er nimmt dich bestimmt. Na, bestimmt. Danke. Hoffentlich bezahlt Mr. Wright Überstunden. Ist wohl viel Arbeit. Okay, aber sag Bescheid, falls du es dir anders überlegst. Okay, hier ist jetzt gerade viel los.
Geburtstag, oder? Das weißt du nicht von mir. Aber die Ecliptics arbeiten manchmal für die Fraktion. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Ah, okay. Diese lustigen Arschlöcher sollte man zu sterben statt verarbeiten. Okay, also die Ecliptics arbeiten hier für hier auch mal. Boah, ich feiere das gerade, aber wie unser Raumschiff aussieht. Das ist schon ein Riesending. Und es war mal richtig klein. Das war noch ein richtig süßes Ding. Und jetzt schon so ein großes. Und das wird noch weiter ausgebaut. So, aber jetzt erstmal. Warte, hier gab es doch auch einen Verkaufsautomaten, oder? Irgendwo? Gab es hier keinen? Da. Ship Services. Da können wir verkaufen. Ich hoffe, der hat noch genug Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwie was verkauft hatte schon bei dem. Na, der hat noch vollständig. Okay, nice. Also unter Ressourcen nicht. Unter Waffen, genau. Ashtar Tamer. Den behalten wollen statt den Coachman. Ja. Dann hier einen weg. Anne, Grendel. Nee, der sieht nicht so aus, wie ich das haben will. Tombstone. Berserker Grendel, nee. Grendel gefällt mir nicht. So, hat nicht mehr genug Geld. Den könnt ihr noch. So, jetzt hat er nichts mehr. Brauchst du den ganzen Schrott wirklich? Deswegen habe ich ja verkauft. Okay, gehen wir rein. Wir müssen hier noch ein bisschen was verkaufen. Und wir müssen dann jetzt wahrscheinlich... Warte mal, können wir hier für Graf... hier mal austauschen? Vielleicht was Besseres kriegen von dem hier? Für den Graf-Sprung? Hey, wie kann ich dir helfen? Sollen wir was reparieren? Klar, nur zu. Ich hätte da was. Also beziehungsweise ich bräuchte da was. Mal gucken. Schiffsbilder. Wo ist... Das war nicht für den Graf. Das hier war der Graf, ne? So, mal gucken. Was hat er hier, ja? Für Graf-Antriebe. Grafsprungschub. Warte mal. Oder kann ich auch mehrere machen? Das hier scheint eigentlich am besten zu sein. Und wenn ich den dann hier dran setze, Sprungdistanz 0 Lichtjahre. 15 Lichtjahre. Okay. Zwei Fehler. Was hat er jetzt? Mehrere Graph-Antriebe, nur ein Graph-Antrieb ist erlaubt. Ah, okay. Wenn ich das jetzt wegmache und den auch. So, und dafür den hier nehme. Ja. Und hier auch genau dieselbe Farbe nehme. So. Und hier genau dasselbe nochmal. Und hier dann knallrot. So. Dann würde das passen. Was kann ich noch dann verbessern? Getriebe. Fahrwerk Hope. Treibstoff.
Hat er dasselbe? Ich würde tatsächlich ja sowas eingehen nehmen wollen. Aber Klasse B. Wir haben kein Klasse B-Ding. Ein Docker. Das ist zum Andocken. Cockpit. Cruise Stadt. Das sind ja. Und Viking? Wenn ich den hier jetzt nehme und den hier austausche gegen das da, so als Beispiel. Okay, das muss dann nach da unten, oder wie? So, und den hier dann verkaufe. Was kann ich da ansetzen? Kann ich das hier dann? Da kann ich das nicht hinpacken. Okay. Lassen wir das da. Das lassen wir auch da. Was können wir da oben machen? So. Landebucht Hope. Das sieht besser aus als das, was wir bisher haben. Wenn wir die Landebucht hier mal rausnehmen und dafür die hier hinpacken. Und den hier dann dafür weg. Was war das hier jetzt? Kanone Mauler. Dann haben wir hier noch die Dinger. Kann ich die kopieren? Die kann ich nicht kopieren. Den kann ich aber kopieren, okay. Die kann ich aber nicht nach da unten packen. Was ist damit? Die kann ich auch nicht nach da unten packen, okay. Aber ich kann da unten noch ein paar andere Sachen hinzufügen. Ich würde das aber erstmal dann so lassen. Einmal alles auswählen. Farbe. So, hier nehmen wir die Rot. Hoppala. Dann hier die Schwarz und hier auch nochmal die Schwarz. Habe ich auch wirklich alle? Ich gehe nochmal sicher. Dann haben wir jetzt alles. Ja, jetzt safe auf jeden Fall. Wenn wir den hier duplizieren, haben wir hier noch ein bisschen mehr Treibstoff oder warte. Wir haben hier ein Schild und hier haben wir den Docker. Wir könnten dahinter auch noch ein bisschen was machen. Oder wir könnten das alles eins höher machen. Das nochmal eins höher. So. Sieht dann nochmal deutlich besser aus. Dann hängen die nicht zu weit unten. Das können wir dann. Würde ich doch eher hier machen wollen. So. Und dann beibehalten. Haben wir nochmal 18.000 ausgegeben. So, da Reaktor. Apropos Reaktor. Oder Schilde.
Das ist bisher der Beste. Nee, der ist der Bessere. Wenn nicht, dann... Wo ist das andere Schild? Hier. Maximale Kraft 3, 340. Und der hier? 4, 375. Okay. Ich verkaufe den. Und dann eben dafür den hier. Hier hin. So. Und hier auch nochmal so. So. Und so. Dann gucken wir, was haben wir noch? Also Reaktoren hier. Reaktor Tokamak X100. Warte, der gibt hier Reparaturrate. Energie erzeugt 18, Hülle 390. Der hier. Wir nehmen den. Packen den hier drunter. So. Und färben den ebenfalls schwarz, schwarz, rot. So, dann haben wir jetzt 18. Gehe ich mal von aus. 19 Lichtjahre können wir jetzt fahren, fliegen. Aber sind auch schwerer und kostet uns 35.000. Aber okay, da geht. Ja, würde ich so lassen. Tatsächlich. Gefällt mir so besser. Und ja, gehen wir. Wo geht's hier raus? Vorsicht, hier fliegen ständig Schiffe herum. Sieht schon mal auch ein bisschen jetzt stabiler aus. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt aussieht. Wie sieht's jetzt eigentlich hier mit den automatisch speichern? Okay, hat ein bisschen länger. So, Schiff. Crew 5 können wir haben. Immer noch. Dann ist es halt so, dass wir nur 5 von der Crew haben können. So, aber jetzt bin ich auch gespannt, wie das dann mit dem Dings aussieht. Wir haben ja jetzt eine neue... Wie heißt das da? Neues Cockpit. Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Ja, wiederhol das bitte nicht noch tausendmal. Es ist echt ziemlich übel, oder? Okay, sieht viel geiler aus hier. Den besten Spieler gegen zwei mittelmäßige Trade. Ich hoffe, wir können jetzt wirklich weit damit reisen. Wir gehen gemeinsam durch, Kumpel. So, und abheben. Dann mal auf ins Unbekannte. Auf zum Mond. Keine Ahnung, wessen Mond das ist, aber... Auf dahin. Wir sind im stabilen Orbit. Wir könnten ewig hier bleiben. Naja, eine Weile. Ah, okay. So. Wo? Okay, da können wir hin. 150 haben wir Tempo. Und, die Loge. Ja, wir fahren mal direkt zur Loge. So, die Security Skill erlaubt es dir, verbesserte Terminals und elektronische Schlösser zu hacken.
So, und da wären wir schon. Gehen wir mal rein. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt aber vergessen, wieder alles einzulagern, ne? Hey, wir sind zurück. Ich stehe zu Diensten. Unser neues Familienmitglied hat uns gerettet. Ist jemand verletzt? Du hast Cora aber nicht das Artefakt anfassen lassen, oder? Wir wissen nicht, welchen Effekt es auf Kinder hat. Entspann dich, alles gut. Also dann, stellen wir das Artefakt seinen Geschwistern vor. Okay, Artefakt Nummer 5 war das jetzt, glaube ich, ja? Was genau erschaffen wir hier? Ich weiß es auch nicht. Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Jetzt kommt's. Hoffentlich finden es ist... heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Jetzt kommt's wirklich, es ist ein... Um nach vorne zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Ach, und weil es immer mal wieder Thema ist, mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Eigentlich hätte ich nichts dagegen, wenn wir weiter zusammen fliegen. Komm. Warum nicht? Was meinst du, Cora? Ist schön, mehr Gesellschaft zu haben. Neue Geschichten, neue Daten. Was? Daten? Alles klar. Wir sind dabei. Mal sehen, was die Galaxie noch zu bieten hat. Sam Coe ist jetzt dein aktiver Begleiter. Ich möchte ihn jetzt nicht als... Hoffentlich zeigt Cora. Egal welche Ausgabe. So. Bis zum nächsten Mal. 7200 Credits hinzugefügt. Nice. So, und Level 10 haben wir geschafft. Okay, aber unsere Crew wird immer größer. Nice. So, und jetzt hier, links. Ich würde aber hier wahrscheinlich noch ein bisschen. Führe 10 Booster-Pack-Sprünge im Kampf aus. So, was ist das hier jetzt? Schalte diesen Rang frei, um den Skill zu verbessern. Bei Verwendung des Booster-Packs wird weniger Treibstoff verbraucht. Ich würde gerne höher. Fliegen. So, zerstöre 5 Schiffe. Ich habe doch insgesamt 5 Schiffe zerstört. Das ist, ballistisches Waffensystem. Ja, komm, wir machen dann erstmal hier vielleicht Forschung. Analyse. Der Menschheit liegen nun zahllose außerirdische Welten offen und es ist unentbehrlich, all diese Daten von der Oberfläche aus entziffern zu können. Ich würde vielleicht doch lieber hier dann Wohlbefinden nochmal was machen. Hier, schalte diesen Rang frei, um den Skill zu verbessern. So, heile 1000 Schaden. Das ist jetzt die Aufgabe. Schließe die vorige... Okay, erhöhe deine maximale Gesundheit um 40%. Können wir das noch höher machen? Schmerzgrenze, Fortschritt, Körpertraining. Ich müsste hier wirklich ein bisschen mehr. Ich brauche mehr Skillpunkte. Ah, ich habe noch einen. Den kann ich jetzt nicht machen. Fitness, verbrauche 20 mal allen verfügbaren Sauerstoff. Überzeugen würde ich vielleicht noch mal machen. So, den hier. Bewältige 5 Überreden heraus und da brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr. So, was haben wir jetzt für eine Aufgabe offen? Die Pflicht ruft. Das möchte ich nicht. Nee. Deaktivieren. Ins Unbekannte. Sprich mit Wladimir. Das würde ich als nächstes machen wollen. Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, da geht klar auf jeden Fall mein Quartier. So. Und dann gehen wir jetzt mal wieder auf unser Schiff.
lagern alles ein, was wir brauchen, und alles andere, was wir nicht brauchen können, war verkaufen auf jeden Fall. Meine Ausdauer, die geht da aber auch schnell runter. Ich glaube, ich hätte das mit dem Introvertiert lassen sollen, wirklich. Ich hätte vielleicht doch etwas anderes nehmen sollen. So. Und dann auf zur Raumstation. Raumhafen, Entschuldigung. Könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. Ja, bitte nicht umlegen. Bitte weitergehen. Ich finde es aber schon nice, wie das mittlerweile aussieht. Die agonische Maid hier. Aber wir holen uns nach und nach auch noch die guten Teile. Ich würde aber schon wirklich gerne langsam auf Stufe B Ausrüstung aufstocken wollen. Und gucken, was da dann für uns bereitsteht. Wie gut dann unser Raumschiff sein wird. So, jetzt möchte ich aber wissen, wo ist jetzt unser... Ja? Unser Inventar für das Schiff? Wo finde ich das? Spind des Captains. Ah, hier. Transfer. Agonian Maid. Aber hier, ich brauche die Ressourcen nicht bei mir im Inventar, sondern auf dem Schiff. Glücksstiefel, Solomons Karten ist gestohlen. So, was können wir hier? Alien Genmaterial packen wir auch hier rein. AMP, CQB lassen wir hier. Erde, Braupilz, Heilpaste, Herz, Karotte, Medipack, Penicillin, Red Harvest. So. Ja, 400 Kilo haben wir schon. Gesicht schildert sich jetzt da oben hin. Wo geht's jetzt nochmal nach oben? Hier war jetzt nicht der Weg nach oben, ne? Ich bin ganz ohr. Aber hier haben wir schon mal zumindest einen Gemeinschaftsraum. Er ist schon am Schlafen. Wir brauchen mehr Gemeinschaftsräume tatsächlich für die Jungs und Mädels hier. Und einen richtigen Kanonenraum. Oder vielleicht ein paar Kanonenräume mehr. Gut, hier ist... Ach so, das hier ist das, was mich dann zum Andocken irgendwo hinführt. Ach so. So, industrielle Werkbank. Hier Anzugwerkbank.
Kann doch mein Anzug hier. Das Veteranshelm Tiefminen? Nee. Anzug Constellation. Kann ich doch bestimmt jetzt wieder. Jetzt doch verbessern, oder? Nee. Kann ich nicht. Egal, wir lassen das mal. Hier, aber Waffen würde ich gerne mal verbessern wollen. Nicht das. Nicht das. Den hier. Verlängerter Lauf. Ja. Können wir sogar machen. Kann ich nicht. Okay, Optik. Da fehlt mir was. Klebstoff. Ein Schalldämpfer. Oh, der sieht cool aus. Taktischen Griff. Da fehlt mir wieder Titan. Taktisches Magazin. Trommelmagazin. Egal, wir lassen das mal. Intern, keine Mod. Da fehlt mir auch wieder was. Ah, vollautomatisch ist... Okay, Skin. Skins müssen wir noch irgendwie machen. Aber egal, dann können wir das halt nicht ausbessern. Aber ich würde das dann alles mal in der nächsten Folge machen. Oder ab der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.